Endlich ist wieder Glen Scotia Campbelltown Malls Festival Release Zeit und ich freue mich, ihn euch heute vorstellen zu dürfen. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte Talks Malls. Ich bin Malte und heute habe ich den aktuellen Glen Scotia für euch dabei, die Campbelltown Malls Festival Abfüllung 2023. Diese Abfüllungen sind für mich mittlerweile wirklich ein fester Termin im Kalender sozusagen. Ich freue mich jeden Frühling, wenn die auf den Markt kommen und habe auch wirklich alle bisher gekauft. Ich bin kein Whisky-Sammler. Gibt ein paar Flaschen, die bei mir zu sind, klar, aber bin jetzt niemand, der sich groß triggern lässt von irgendwelchen Game of Thrones Serien oder was auch immer. Bei den Campbelltown Malls Festival Abfüllung ist das ein wenig, ich will nicht sagen anders, aber das ist die einzige Reihe an Abfüllungen, wo ich wirklich alle Flaschen auch noch geschlossen im Regal stehen habe. Und auch dieses Mal, wie ihr seht und wie ich ja auch schon bei Neu im Regal erzählt habe, habe ich auch wieder eine geschlossene Flasche noch gekauft und aus dieser hier probiere ich dann heute für euch. Das ist aber auch einfach so natürlich gewachsen. Also es gab die erste Abfüllung, die fand ich super und dann die nächste bin ich einer der wenigen, glaube ich. Der zweite war das Rumfass, der den gut fand. Und irgendwie, ja, ist es so dazu gekommen, dass ich diese Reihe im Regal stehen habe und in Anführungszeichen hier eine kleine Sammlung dieser Reihe aufgebaut habe. Also gar keine so richtige Absicht am Anfang. Und jetzt ist es natürlich klar, wenn man alle geschlossen da hat, dann nimmt man eine Flasche dazu. Was finde ich an dieser Serie so schön, dass ich die auch ja, sammle und mir was zurückstelle? Also erstmal, eigentlich alle Abfüllungen haben ein durchweg gutes Niveau. Die eine oder andere gefällt einem besser oder schlechter, das ist auch völlig normal. Also es gab ein Unpeated aus dem Rotweinfass, das war dann nicht so ganz meins, das war vorletztes Jahr, also 21. Der 22-Jährige, also von 2022, der war nicht 22, der war unter 10 Jahre, war ein Peated PX, den fand ich schon wieder sehr cool, aber da ist auch, ja, das kann man ja kaum miteinander vergleichen, ein Rotweinfass Unpeated und PX. So schwankt es immer so ein bisschen. Und was ich sehr, sehr cool finde, und deswegen gefällt mir das auch so, es sind immer Fassstärken, es gibt immer eine Altersangabe oder ein Vintage und es gibt immer einen, vor allen Dingen für eine Festivalabfüllung, sehr fairen Preis. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kalila Fejil-Abfüllungen sind jetzt bekannt geworden. Das ist ein 13-jähriger und ein 14-jähriger Kalila. Die kosten 185 bzw. 220 Pfund. Ja, das sind also, weiß ich nicht, grob überschlagen, 200 € und 200, so an die 250 €. Dieser Whisky ist natürlich ein anderes Festival, klar, und hat vielleicht nicht ganz so das Standing. Ist 11 Jahre alt und kostet so um die 70 €. Es gibt den online, glaube ich, für ja, so knapp unter 70. Ich habe jetzt 72,90 bezahlt, aber dafür auch beim Local Dealer gekauft oder kaufen lassen. Das ist, also die beiden Flaschen sind günstiger, deutlich günstiger als eine Flasche von so einem Kalila. Das ist jetzt so ein random Beispiel, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Ganze kriegt noch eine weitere Dimension, wenn man guckt, was hat denn die Abfüllung aus dem Jahr davor gekostet? Die Abfüllung aus dem Jahr davor ist, oh Gott, 8 oder 9 Jahre alt, Peated PX und hat so, ich glaube, 65 € gekostet. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, es gibt sie noch aktuell so 68, 69 €. Vielleicht war auch das der Release-Preis so. Das heißt, dieser Whisky ist 2 Jahre älter, White Port Cask, ich erzähle euch gleich noch was über die Abfüllung, und kostet einfach ein Jahr später das Gleiche. In einem Jahr, wo wir Inflation generell haben und wo Whisky-Inflation Irrsinne ist, ja,
lässt Glenn Scotia den Preis einfach gleich. Und wie geil ist das denn? Also, da bin ich schon Fan. Und da denke ich, endlich mal jemand, der uns nicht verarscht, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen bin ich auch echt dabei, das zu unterstützen und sage, ist eine gute Abfüllung, allein von Preis, Rahmendaten und was drumherum ist. Jetzt sollte er auch noch gut schmecken. Noch dazu, also fangen wir vielleicht mal mit der Abfüllung an sich an. Design, ja, grau, violett, okay, kann man jetzt machen. Glenn Scotia hat für mich immer ein solides Design, aber auch nichts Aufregendes. Und es gibt hinten so einen kleinen QR-Code, der ist auch hinten auf der Umverpackung drauf. Wenn man den scannt, kommt man auf eine Internetseite, da ist so Tasting-Video und man kann sich durch so Tasting-Notes mit so Reglern und irgendwie durchklicken. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil man soll sich dazu den Whisky nehmen und das dann parallel machen und ich wollte für euch den Whisky verkosten, aber ich werde das auch noch machen. Braucht man das? Nö, aber ist doch ein nettes Gimmick. Man wird abgeholt, man wird in die Brennerei sozusagen eingeführt und sie kriegen ein von der Flasche auch noch, geben sie einem einen Mehrwert. Insofern, warum nicht? Anscheinend scheinen wir es ja nicht großartig zu bezahlen. Insofern finde ich das sehr, sehr cool. Gut, zur Abfüllung selbst, Rahmendaten. Also, wir haben Brennerei Glen Scotia, Campbelltown, das ist klar. Campbelltown Malts Festival 2023, Limited Edition. 11 Jahre alt, lightly peated, 54,7%. Und eine Reifung in White Port Casks. Ja. White Port Casks, sehr, sehr selten. Aber wenn, dann irgendwie schlägt das Schicksal ja gleich zweimal dann zu. Weil gerade vor einer Weile, ist nicht lange her, hatten wir den Glen Cadam 15 Jahre White Port Cask, der sehr lecker war. Und ja, dann kommt hier gleich das nächste um die Ecke. Ab und zu sieht man das mal, aber man sieht mehr Ruby Port, Tawny Port. Alles Sachen, die auch schon in den Campbelltown Malls Abfüllungen gelandet sind. Aber umso mehr Exotenfass, also wirklich Exotenfass und trotzdem gleicher Preis. Jetzt muss er nur noch schmecken. Ich habe ehrlich gesagt hohe Erwartungen, denn die Reihe generell hat mir immer gut geschmeckt. Es war immer wenigstens ein guter Whisky und manchmal ein sehr guter bis hin zu genialer Whisky. Tja, jetzt gilt es. Wie sieht es dieses Jahr aus? Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, Abo dalassen. Und jetzt wird probiert. Ja, im Aroma fällt mir direkt natürlich ein bisschen der Rauch auf. Der hat wieder dieses leicht dieselige von Glen Scotia. Das ist so ein Muff, der aber wirklich in eine Motorenölnote geht. Ich hatte mit Ian McAllister, dem Master Distiller heißt es, glaube ich, Distillery Manager, I'm sorry, hatte ich ein Tasting und da habe ich auch gesagt, ja, der eine Whisky riecht halt wie so ein alter Motorenraum. Das fand er sehr, sehr lustig und hat aber gesagt, ja, das kann er gut nachvollziehen. Und das habe ich hier auch. Und dann hat er so eine ganz andere Form von Süße. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was das ist, weil da ist, es hat fast so einen Zitruseinschlag, aber gleichzeitig auch eine ganz extreme tiefe Beerensüße, so eingekocht. Und das ist sehr, sehr funky. Also ich finde ihn in der Nase sehr interessant, weil der lässt sich jetzt nicht einfach so in Kategorien einsortieren sofort. Der hat ein bisschen Rauch. Der Rauch geht, je mehr ich dran rieche, natürlich weg. Und dann aber immer wieder diese Frucht. Alkohol kühlt ein bisschen die Nase, ist aber nicht zu extrem. 11 Jahre ist jetzt nicht uralt. 54,7% ist schon eine angenehme Fassstärke. Naja, ich würde einfach mal probieren. Vielleicht öffnet sich die Nase dann noch. Also ich bin jetzt noch, ich will nicht sagen verwirrt, aber ja, ich bin interessiert. Also ich bin angefixt. Jetzt will ich probieren. Also auf euch. Slange. Boah. Was für ein Knaller. Kann ich euch jetzt schon sagen. Unglaublich guter Whisky. Gibt eine Kaufempfehlung. Direkter Ersteindruck. Holt mich total ab. Ein richtig schön cremiges, volles
Mundgefühl so fast schon ins Buttrige gehend. Und zwar pur mit 54,7%. Ich glaube, ich will da gar kein Wasser reinmachen. Geht richtig auf, hat diese Buttrige, dieses Zerlaufene auf der Zunge. Eine unglaublich schöne Fruchtsüße. Mehr so helle, saftige, leicht tropische Frucht ohne Zitrus und ohne so Spitzen. Was ist das vielleicht? So ein Plattpfirsich oder Weinbergpfirsich, wenn ihr die kennt, ein heller Pfirsich. So in die Richtung. Ja, in der Nase kommt das jetzt auch mehr raus. Vielleicht eine Nektarine, die noch nicht, also die so einen wirklich guten Reifegrad hat. Nicht so matschig, dass es schon wieder ins Gärige geht, auch noch nicht so steinhart, wo die noch sauer sind, sondern wirklich sehr, sehr schön. Und dann eine helle Traube, definitiv. Und aber auch ein Rauch. Also nicht extrem, wenn ihr sagt, rauchige, so richtig rauchige Whiskys sind nicht meins, dann könntet ihr dem schon eine Chance geben, weil der hat so eine Mischung aus dieser Süße und halt so einem Rauch, der jetzt nicht zu brutal ist. Ich finde, bei Portfässern kann auch ein kräftiger Rauch sehr gut funktionieren, weil Portfässer, wenn die intensiv sind, da auch gegenhalten können. Dann hat man dieses Spiel aus Süße, aus kräftiger Süße und kräftigem Rauch. Aber hier ist es mehr so eine Ergänzung. Also es ist jetzt deutlich stärker als ein Highland Park oder ähnliches. Er ist schon rauchig. Und das ist so ein trockener Rauch. Mehr so glimmende, brennende Zweige als irgendwie ein speckiger Rauch aus der Küche oder geräucherter Schinken oder sowas. Das hat er nicht. Aber er hat diesen trockenen Rauch und dann auch eine Würze und baut sich hinten, also am Anfang ganz süß und dieses Buttrige. Und dann kommt der Rauch und baut sich dann in so eine würzige Richtung auf. Das ist einfach, es ist einigermaßen komplex, aber es ist vor allen Dingen, ich weiß, es ist eine großartige Analyse, aber es ist vor allen Dingen einfach lecker. Es ist wirklich so, ja, also mit dem setze ich mich abends hin und schenke mir einen Drum ein und genieße den einfach. So, also einfach gut. Es ist mal was anderes, es ist, hat eine eigene Süße durch dieses White Port. Das hatte ich schon bei dem Glencadam, dass das so ein, ja, so ein hellfruchtiges Potpourri ist in der Art und Weise, wie man es sonst nicht kriegt, weil es nicht so ex-Bourbon ins Zitrusfruchtige geht und auch nicht so stark in so richtig sapschig triefenden, ne, so helle Frucht, sondern es ist mehr so eine, ja, so eine, halt im guten Reifegrad, ne, nicht so dieses Übertriebene. Und ich muss einfach noch einen Schluck nehmen, ganz ehrlich, auf euch. Eine ganz schöne Karamellnote habe ich jetzt noch entdeckt, wie so ein Karamelldrop, Karamellbonbon ist da auch noch mit drin, auch geht auch dann wieder, ne, in dieses schmelzige, buttrige rein. Der Rauch vermengt sich mit so einer leichten Eiche zu so einem, ja, kräutrigen Aroma, schwer genau zu definieren. Das ist, geht fast wieder in so eine Richtung von einem Waldhonig. Man hat diese Süße, dieses Buttrige, dieses schwer fließende irgendwie. Und auf der anderen Seite dann halt ja, diese leichte, holznadelige Würze. Fazit, muss ich viel sagen. Also auch 2023 gibt es noch Whiskys, die einen so abholen können. Und das finde ich schön, weil man nicht 150, 200 Euro für diese Flasche bezahlen muss. Man kann immer noch sagen, Alter, 70 Euro für eine Flasche Schnaps ist viel Geld. Aber wir sind hier unter uns. Im Whisky-Bereich sind 70 Euro mittlerweile irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Ne? Wenn man aus den Standards, wo es ja tolle Whiskys gibt, rausgehen will, habe ich das Gefühl, 70 Euro ist mittlerweile ein guter Preis. Und wir haben hier alles. Wir haben Fassstärke, wir haben eine Altersangabe, wir haben eine Fassangabe und das ist ein Exotenfass. Wir haben natürlich keinen Farbstoff. Wir haben eine limitierte Festivalabfüllung, wobei die ja nicht so streng limitiert sind. Und wir haben einfach einen verdammt leckeren Whisky. So, und das ist ein Komplettpaket. Also Kaufempfehlung,
Der ist einfach wirklich gut. Wenn ihr leicht rauchige Whiskys vertragt und mögt, dann kauft ihn euch. Wenn ihr ihn dann aufmacht und nicht mögt, dann schickt mir die Flasche. Ich kümmere mich drum. So. Ja, für mich steht ein Wochenende mit Kieler Whisky Messe an. Es geht also um noch mehr guten Whisky. Wenn ihr mehr erfahren wollt, abonniert den Kanal, bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Ciao.